Wie ist denn aktuell die Sturmsituation bei Ihnen? Also es ist relativ ruhig. Elinja hat sich einen kleinen Moment Zeit genommen und holt noch mal kurz tief Luft, bevor es dann wahrscheinlich in die nächste Runde geht. Das nächste Hochwasser ist ja für 14 Uhr vorgesehen. Und heute Nacht waren Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern in den Spitzen hier in St. Peter-Ording und in der Umgebung. Sturmflut hatten wir, eine kleine, also ab 1,50 Meter über dem Mittleren ist ja hier Sturmflut. Und hier lagen die Pegel in Büsum bei knapp unter 1,60 Meter. Am Eiderschwellwerk knapp drüber und hier in St. Peter-Ording ebenso um und bei 1,60 Meter. Das heißt, das Wasser ist noch nicht am Deich angekommen, sondern bleibt eben auf dem Strand. Der ist aber jetzt schon leicht geflutet. Und ja, hinten, da sieht man vielleicht auch, da türmen sich die Wellen ganz schön hoch auf. Was heißt das jetzt, was die Sicherheitsmaßnahmen angeht? Also der kleine Sturmflutstab, der ist zusammengekommen. Der besteht auch tatsächlich sehr klein nur aus zwei Personen, nämlich einem Menschen, der das organisatorische und eben auch die Sicherheitsthemen beackert und bearbeitet. Und dann gibt es den Hydrologen oder die Hydrologin, die eben alles, was mit Wasser zu tun hat, angeht. Also was von unten kommt, das Grundwasser, das ist nämlich auch Binnenlands ein etwas größeres Problem im Moment. Der Boden ist sehr weich. Aber eben dann natürlich auch das, was von oben kommt und dann natürlich auch von der Seeseite auf die Deiche zu. Im Moment sind also die Sturmbilanzen so zu ziehen, dass wir hier in Schleswig-Holstein um und bei 400-500 Einsätze gehabt haben. Eher kleine Dinge, das heißt also umgestürzte Zäune, Bauzäune und umgestürzte Dixi-Klos zum Beispiel, aber auch umgestürzte Verkehrszeichen. Und hier in St. Peter-Ording, da macht Elinja auch ganz ordentlich was mit uns. Und die Frage ist natürlich dann an Nils Stauch von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording. Was macht die Tourismuszentrale denn dann jetzt mit Elinja? Ja, meine Mitarbeiter waren schon in den frühen Stunden unterwegs. Wir haben ein Besucherwarnsystem, spezielle Schilder aufgestellt, um nochmal die Gäste davor zu warnen, sich zu weit nach draußen rauszuwagen. Wir gehen davon aus, dass der Strand heute und auch in den nächsten Tagen mehrfach überfluten wird. Und das kann natürlich immer dazu führen, dass dann Leute halt vom Wasser auch eingeschlossen werden. Und das wollen wir gerne verhindern. Das heißt also, so Sturmfluttourismus, der ist hier gar nicht so richtig wirklich erwünscht, ist ja auch gefährlich. Das ist gefährlich, man bringt sich da schnell in Gefahr, man wird vom Wasser dann eingeschlossen und am Ende kann dann nur Feuerwehr und DLRG, die hier ein sehr gutes funktionierendes Rettungssystem in St. Peter-Ording haben, dann helfen. Aber so weit soll es natürlich gar nicht erst kommen. Wie ist denn die Sturmlage hier in St. Peter-Ording? Was haben Sie gehört? Gab es hier größere Einsätze? Ich habe bisher noch nichts gehört. Für uns ist es aber auch immer so ein während des Sturms und auch nachher, was das Aufräumen betrifft. Also wir haben auch die Situation, dass wir nach dem Sturm natürlich wieder versuchen wollen, dass am Strand alles wieder blitzeblank ist und für die Gäste dann auch wieder vernünftig zur Verfügung steht. Dankeschön erstmal Nils Stauch. Ja, und für uns heißt es hier jetzt warten auf den nächsten Sturm. Es ist ja ein kleines Sturmensemble. Auf dem Atlantik braut sich ja so einiges zusammen. Und jetzt warten wir dann eben auf den nächsten Sturm, der ja dann morgen bei uns eintreffen soll. Soweit erstmal von hier aus St. Peter-Ording. Danke, Oliver Kring nach St. Peter-Ording.